Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Rocky und der Inspektor sind in der Rätselbox gefangen und der Busfahrer fährt damit im Schlingerkurs. Also, für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Und Rubble. Rubble ist der Retter. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich will sofort hier raus. Das geht nicht. Wir müssen erst die Rätsel lösen, sonst geht die Tür nicht auf. Du hast das Ding gebaut. Kennst du die Lösung etwa nicht? Nein, ich stelle nur die Bildschirme auf. Der Computer wählt die Rätsel aus. Wenn das so ist, Hilfe! Oh nein. Hallo, Kopf einziehen, da kommt ein Bus. Ryder, ich übernehme den Anhänger. Und ich den Bus. Autopilot einschalten. Alles vorbereitet und los. Das war's, ihr zwei. Die Fahrt ist vorbei. Das hast du gut gemacht, Zuma. Ich hoffe, Rubble erwischt den Anhänger noch rechtzeitig. Ich hab ihn! Seilwinde! Der Anhänger ist gesichert. Alex, würdest du uns die Ehre erweisen? Die Abenteuerbucht-Rätselbox ist offiziell eröffnet! Ja! Juhu, danke, dass ihr die Rätselbox gerettet habt. War uns ein Vergnügen. Wenn wieder mal eine Rätselbox abhaut, ein Anruf reicht. Die uralte und geheimnisvolle goldene Statue des Lupo. Und von wem sind die Riesenstatuen? Das sind Lupos Leibwächter. Hier steht, dass die Leibwächter stets die Befehle desjenigen befolgen, der die goldene Lupo-Statue festhält. So etwas fasziniert mich. Und sie ist grandios glänzend. Hoppla, das ist gar kein Glitzerstein. Es ist ein Stück von dem Meteoriten, der mir Superkräfte verleihen kann. Sie sich oder träume ich? Halt! Was ist das denn? Hört ihr etwa auf mich? Bringt mir diese Schatztruhe voller Gold! Ah, sie machen wirklich, was ich will? Ich habe eine Bande von Helfern, die meine Glitzersachen transportiert! Also aufgepasst, Superhunde, wir locken Ladybird mit der größten glänzenden Statue, die sie je gesehen hat, aus dem Museum heraus und holen uns die goldene Lupo-Statue zurück. Aber wir haben keine größte glänzende Statue. Lassen wir uns überraschen. Robohund bringt uns mit dem Superjet in die Wüste. Sehr gut. Und so geht es danach weiter. Es kann doch nicht so schwer sein, eine edelsteinbesetzte Statue in der Wüste zu finden. Sie ist wirklich riesig. Wie schön sie glitzert. Bringt die Statue in mein Museumsversteck. Erwischt, Ladybird. Das ist doch... Du bist gar keine Statue. Nein, ich bin ein Superhund. Und jetzt würden wir gern die goldene Lupo-Statue zurückhaben. Ich danke euch von Herzen, Paw Patrol. Ihr habt unsere kostbare Museumsausstellung gerettet. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Wir wollen den Strand schön sauber haben und sicher für die Meeresschildkröten. Sie schwimmen heute an Land, um ihre Eier zu legen. Und fertig. Achtung, Meeresschildkröten! Eure müllfreie Eierablagestelle ist fertig. Müllfrei, hä? Ich weiß. Wir werden diesen Strand so vermüllen, dass die Schildkröten nicht in seine Nähe kommen. Dann müssen sie rüberschwimmen zu unserer Stadt. Es gibt nur ein kleines Problem dabei. Rocky, dieser Hund sammelt den Müll schneller ein, als wir ihn verteilen können. Wir müssen ihn irgendwie von hier fernhalten. Müll im Wasser? Ich möchte nicht, dass die Meeresschildkröten da hineinschwimmen. Ich muss etwas tun. Schleppboot! Komm sofort her! Hey!
Das ist meine Hundemarke. Ich brauche ein Transportmittel. Mit dieser Ausrüstung habe ich den besten Düsenantrieb aller Zeiten. Wiederverwerten ist toll. Ich habe sogar Pfefferminzbonbons gefunden. Zwar nicht mehr essbar, aber gut zum Abzischen. Abenteuerbucht, ich komme! Rocky, Rocky, wie kommst du denn hierher? Kätzchen, sofort den Müll abwerfen! Das könnte euch so passen. Ich glaube, das gehört mir. Okay, Ryder, ich habe mein Schleppboot wieder. Die Meeresschildkröten schwimmen auf den Strand zu. Tolle Neuigkeiten und tolle Arbeit, Rocky. Die Schildkröten sind da. Hip, hip. Hurra. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser hat einen speziellen Müllwagen mitgebracht, den Bessie-Entsorger. Jetzt ist eine Möwe reingeflogen und hat den Rückwärtsmodus aktiviert. Und nun wirft der Wagen überall Müll in der Stadt herum. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rocky. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das gibt's doch nicht. Der Wagen hat sogar hier Müll abgeladen. Das kriegen wir in den Griff. Und zwar hiermit. Ein toller Laster, Ryder. Gleich wirst du staunen. Na, also das nenne ich mal Upcycling. Was Altes hinein, was Neues erscheint. Ryder, ich habe den Bessie-Entsorger gefunden. Wo ist er? Kurz hinter der Stadt, fährt auf eine Brücke zu. Und jetzt öffnet sie sich. Die Brücke ist schon hochgefahren. Aber wie kommen wir jetzt zu dem Laster? Diese Müllwürfel versperren uns den Weg. Ja, ich weiß. Aber mit Upcycling klappt das schon. Was du machst, gefällt mir richtig gut, Rocky. Fertig. Das war's. Jetzt werde ich ihn mir schnappen. Hab dich! Ein voller Erfolg, Rocky! Oh, danke, dass ihr den Tag gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn wieder mal ein Bessie-Entsorger für Chaos sorgt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder. Wir müssen die Fische vor einem Unterwasservulkan retten, der schon bald in der Nähe der Lavafelsinsel ausbrechen wird. Oh nein! Frau Fröhlich und Walter sind gerade auf dem Weg dorthin, um einen alten Freund zu besuchen, Harald Augenstein. Dann wird das eine viel größere Rettungsaktion. Dafür brauchen wir... Marshall, du musst mit deinem Schnellboot rausfahren und Frau Fröhlich und Harald suchen, um sie vor dem Vulkan zu warnen. Marshall, macht's! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Hallo, Fellfreund! Hallo! Walter, ich sehe wohl nicht recht. Hallo, Harald! Mathilda! Walter, komm zurück, lauf nicht weg! Mathilda, wir treffen uns auf der anderen Seite der Insel! Ryder, wir haben einen Waschbären auf der Flucht! Aloha, seid ihr Freunde von Mathilda und Marshall? Sie brauchen Kokua, Hilfe! Oh nein, der Inselvulkan bricht aus! Hilf mir mit dieser Palme, ja? Was tun die da? Ja, die zwei gehen surfen. Halt dich fest, Marshall. Wir fliegen jetzt in die Luft. Oh, ja. Ja. Danke, dass ihr uns gerettet habt, Ryder. Mahalo für eure Hilfe. Und denken Sie immer dran, wenn das nächste Mal ein Wiedersehen durch einen rumpelnden Vulkan ruiniert wird, einmal Kokua rufen reicht. Willkommen zum Vogelbeobachtungswettbewerb in der Abenteuerbucht. Ich schleiche mich friedlich und vorsichtig an das fantastische Federvieh heran und dann mache ich ein Foto. Achtung, fertig, los!
eine Blaubauchhacke. Oh, ein Nest. Ein Foto von den Vogelküken wäre ein formidabler Fund. Ah, und nun schicke ich der Frau Bürgermeisterin den Rest meiner Fotos. Ah, ich rufe wohl besser die Paw Patrol. Ich bin hier oben, Paw Patrol. Halten Sie durch, Captain Tollpatsch. In ein paar Minuten können Sie wieder fotografieren. Leiter hoch. So, Captain Tollpatsch, klettern Sie runter. Die Leiter ist leider nicht lang genug. Gut, ich komme rauf. Nichts passiert. Der Vogelmama geht's auch gut. Ah, das Nest! Wir kümmern uns darum, Captain. Kommen Sie runter. Rocky, wir müssen den Vogelküken ein neues Nest bauen. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Keine Angst, kleine Piepmätze. Ich habe ein gemütliches Nest für euch. Das hast du gut gemacht. Und jetzt brauchen wir noch ein sicheres Plätzchen. Da ist eins. Rocky, festhalten! So, ich hoffe, euch gefällt euer neues Zuhause. Das ist Blaubauchrackisch für Dankeschön. Hey, Herr Segelrohr, was ist das? Der Sausewind 3000. Eine Frisbee mit eingebautem Turbomotor, die nach dem Wurf automatisch zu dir zurückfliegt. Muss sie nicht zu mir zurückkommen? Nicht wegfliegen, Sausewind! Was war denn das? Ich muss die Paw Patrol rufen. Ich bin so froh, dass ihr da seid, Ryder. Marshall, kommt und holt sie runter. Marshall? Leiter hoch! Danke, Marshall. Oh, ich habe meinen Eimer oben vergessen. Es ist nicht schlimm, ich hole ihn. Oh, nichts passiert. Das war die fliegende Untertasse. Der Sausewind hat sich Katze geschnappt. Und was sollen wir tun? Jetzt kann nur noch der beste Frisbee-Fänger in der Abenteuerbucht uns helfen. Wer? Robohund, fang diese Frisbee! Chase, dein Netz! Netz! Sind deine berühmten Essiggurken fertig, Opa? Ja, diesmal sind sie wirklich besonders sauer, nicht wahr? Ab in den Wagen. Warte, hier ist noch eins. Sei vorsichtig mit dem Glas. Wenn es durchgeschüttelt wird, könnte es nämlich zerplatzen und alle Gurken schießen heraus. Wiedersehen. Oh. Das ist holprig. Was ist das für ein Lärm? Vielleicht habe ich sie etwas zu sauer eingelegt. Hilfe! Herr Pfeffer, alles in Ordnung? Es geht mir gut, aber ich fürchte, der Lieferwagen steckt fest. Wir helfen Ihnen rauf. Chase, wir brauchen deine Seilwinde. Das ist ein Fall für Chase. Wo ist Herr Pfeffers Wagen? Er ist darunter gesaust und steckt auf einem Vorsprung fest. Wuff, Seilwinde! Ich bin unten, Ryder. Sky, lass den Rettungsgurt runter und hol Herrn Pfeffer hoch. Wuff! Rettungsgurt! Festhalten! Ryder, wie hoch
holen wir Herrn Pfeffers Lieferwagen rauf. Wenn es nur einen Weg gäbe, den Lieferwagen wieder auf die Straße zu ploppen. Der Lieferwagen braucht nur ein bisschen Gurkenantrieb. Rocky, sind noch ungeöffnete Gläser übrig? Ja, eins ist noch da. Schüttle es und stell es unter den Wagen. Ist erledigt. Ich komme jetzt wieder hoch. Gleich knallt's. Wie meinst du? Die Essiggurken. Knallgurken? Ihr müsst euch schnell in Sicherheit bringen. Das Glas zerspringt gleich. Und jetzt alle in Deckung. Herzlich willkommen zur Riesenballonparade in der Abenteuerwurst. Ja! Hä? Wahnsinn! Was ist das? Was ist das? Jetzt sehen alle zu mir auf. Wurde aber auch Zeit. Also, soweit ich das sehe, steht auf meinem Plan kein Besserwisser-Ballon drauf. Aber als gute Nachbarn werden wir natürlich eine Ausnahme machen. Bürgermeister Besserwisser, bitte reihen Sie sich am Paradenende ein. Rocky, der Ballon von Bürgermeister Besserwisser saust durch die Gegend. Du musst ihn retten. Rocky, rock! So, helf doch dem armen Besserwisser-Ballon, bitte! In seinem Fuß ist ein Loch. Wenn du es schaffst, es mit deinem Greifer abzuklemmen, wird er langsamer und der Air Patroller kann ihn festhalten. Das kriege ich bestimmt hin. Greifer! Ryder, das Loch ist zu. Totenstark. Jetzt kannst du wieder loslassen, Rocky. Und ist die Parade endlich vorbei? Sie fängt gerade erst an. Möchte jemand einen Erinnerungsballon? Und viel Spaß noch beim Ballonparadetag. Das ist die beste Parade überhaupt! Ja, gehen Sie und genießen Sie den Urlaub! Also dann, macht's gut! Ist das wirklich der richtige Weg? Ich sehe nichts bei diesem Nebel. Ist ein tolles Hotel, wo wir wohnen. Und Mekkalise hat es im Internet alleine gebucht. Na bitte, der Strand. Ich wusste, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Siehst du, da stehen eine Sonnenliege und ein Sonnenschirm. Aber wo ist denn das Hotel? Es ist bestimmt in dem Felsen. Ich finde es irgendwie ganz hübsch. Oh, sieh doch mal. Richtig schicke Hüte, nicht wahr? Die sind bestimmt für die Gäste. Da bin ich wieder mit eurem Thunfisch. Was ist denn das? Einbrecher, die sich in mein Geheimversteck schleichen? Das könnte denen so passen. Die werden sich noch ganz schön wundern. Wozu habe ich die Geheimversteckverriegelung? Was ist das für ein Rumpel? Vielleicht ist der Flughafen in der Nähe. Ha, das habt ihr jetzt davon. Ihr sitzt fest. Zusammen mit meinen Kätzchen. Ah, meine Kätzchen. Bürgermeister Besserwisser? Hallo, Ryder. Ich war mutig und habe mit einem Felsbrocken Einbrecher in meiner Höhle eingesperrt. Aber dummerweise sind meine Kätzchen auch eingesperrt. Wir kommen sofort. Hallo, Herr Bürgermeister. Ist das der Felsbrocken? Ja, und beeilt euch. Wenn meinen Kätzchen was passiert, wäre ich sehr, sehr traurig. Felsbrocken wird weggeräumt. Da seid ihr ja finnig froh. Haben diese bösen Einbrecher euch erschreckt? Wer sind denn die Einbrecher? Oh, hallo, Ryder. Habt ihr auch dieses Hotel gebucht? Na, das nenne ich mal einen Zufall. Ach, diese Monsterfernbedienung ist einfach unmöglich zu verstehen. Nein, nein, ich will nicht, dass das Monster Bell Bell Boogie tanzt. Es soll zu uns nach Hause wackeln. Oh, oh, da kommen sie schon. Der Gigantosaurus ist so gigantisch, er wird bestimmt etwas kaputt machen. Ha, hör endlich auf zu tanzen! In Deckung, Frau Bürgermeisterin! Ich glaube, der Gigantosaurus spuckt gleich wieder einen Feuerball. Was ist denn das für ein Geschrei?
Eine Riesenhexe! Ach du Schreck! Henrietta! Perfekt gebacken. Sky, vielleicht kannst du Gigantosaurus finden. Auf, Flügel! Ryder, ich hab ihn gefunden. Wo ist er? In der Nähe der Zentrale. Paw Patrol, zur Zentrale. Schnell! Jetzt retten wir Henrietta. Fenster runter! Halte still, Henrietta! Schnell, Marshall! Gleich geht's los! Henrietta, spring auf! Nein! Oh, jetzt zielt er auf uns! Haltet euch bereit, Freunde! Spritzen und Schläuche! Schlauch hoch! Wasser an! Jetzt! Etwas nach links! Mehr nach links! Sehr gut! Ruhig halten! Marshall! Freunde! Wir haben den Roboter gestoppt! Ja! Der Museumsschatz ist weg. Verteilt euch. Wir machen uns auf die Suche. Ryder, Carlos, kommt mal her. Hier sind Abdrücke von Tatzen. Solche habe ich noch nie gesehen. Guckt mal. Die sind von einem riesengroßen Tier. Unser Kunstschatz ist verschwunden und ein Tier mit Riesentatzen war hier. Bestimmt hat es ihn geklaut. Wir wissen nicht, was für ein Tier es ist. Aber wir wissen, dass unser Kunstschatz in ein Museum gehört. Wir müssen ihn wiederfinden. Ja, ich sehe was Goldenes. Etwas, das glänzt. Es bewegt sich zwischen den Bäumen. Die Laute kenne ich. Das ist Mara. Sie ist in Gefahr. Oh nein, Riesentatze hat sie. Mara, wir kommen. Pass auf! Der Schatz fällt in den Fluss. Sky, kannst du ihn in Sicherheit bringen? Ah, Greifer! Habt ihr gesehen, was für ein Muster auf dem Kunstschatz ist? Das macht die unheimlichen Tatzenabdrücke. Dann stammen die Spuren also gar nicht von einem Tier, sondern von dem Kunstschatz? Die Affen haben die Spuren gemacht. Danke, dass ihr das Säulenteil sicher zurückgebracht habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Uka-Uka reicht. Wir sind so froh, dass du wieder da bist. Ja, was ist die Überraschung? Rex? Hallo alle zusammen, ich bin Rex. Hallo, Rex. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen in der Abenteuerbucht. Sie sind die nettesten Hunde, die ich je getroffen habe. Eigentlich sind sie die einzigen Hunde, die ich je getroffen habe. Du bist noch nie einem anderen Hund begegnet? Nein, da wo ich herkomme, bin ich der einzige Hund. Woher kommst du? Das ist der zweite Teil meiner Überraschung. Fahren wir mit dem Paw Patroller? Nein, damit. Wahnsinnswagen! Cooles Fahrzeug! Also, Fellfreunde, alle an Bord! Verrückt! Das ist aber schön im Märchen! Wow! Was ist das? Dinosaurier! Großartig! Riesig! Willkommen in der Dino-Wildnis! Das sind Triceratops. Und das sind Velociraptoren. Die sind so toll. Oh, das sind Pterodaktylen. Sie sehen aus wie Vögel. Habt ihr gewusst, dass es Flugsaurier gibt? Nein, aber jetzt schon. Kommt mit, ich zeige euch noch was. Das ist mein Zuhause. Wahnsinn, wie toll.
Ich wohne hier mit Tina und Dr. Tolpatsch. Sie ist die beste Dino-Tierärztin der Welt. Es ist wirklich total spannend hier, Rex. Ja, können wir vielleicht eine Rundfahrt im Dino-Patroller machen? Das ist ein toller Name dafür. Auf zum Dino-Patroller! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Der Eingang zum Gewächshaus ist versperrt. Jetzt sind Bürgermeisterin Gutherz, Henrietta und Bürgermeister Besserwisser darin eingeschlossen. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt! Und Everest? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Also los, Everest, erstmal den Eingang freiräumen. Okay, dann mal weg mit dem Schnee! Sehr gut, Everest! Und jetzt reparieren wir noch die Tür. Geht sofort los! Ich schwitze, es ist viel zu warm hier drin. Wenn Ihnen zu warm ist, ziehen Sie die Jacke aus. Es gibt doch sicher eine Klimaanlage. Selbst wenn, die dürfen Sie nicht anmachen. Warum wirst du, blödes Ding, nicht kälter? Seien Sie vorsichtig, Sie machen mir... Noch kaputt. Wir können wieder rein. Holen wir die anderen raus. Was ist denn da drin los? Die Paw Patrol! Geht es Ihnen gut? Es ist so kalt hier drin. Ja, was ist denn mit der Heizung? Bürgermeister Besserwisser hat sie kaputt gemacht. Wenn es hier drin zu kalt wird, dann gehen die Pflanzen ein. Wir müssen das reparieren. Mein allerliebstes Lieblingshühnchen und ich gehen erstmal raus in den Schnee, um uns aufzuwärmen. Das Teil scheint echt kaputt zu sein. Kannst du es schnell reparieren, Rocky? Das ist kein Problem. Wuff! Schraubendreher! Ist repariert. Temperaturregelung 8. Gut gemacht, Rocky. Den Pflanzen ist es schon bald wieder warm genug. Hiermit ist das Gewächshaus offiziell eröffnet. Danke, dass ihr das Gewächshaus gerettet habt, Paw Patrol. War uns ein Vergnügen. Wenn euer Gewächshaus wieder mal einfriert, ein Anruf reicht. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser ist es irgendwie gelungen, Superklone von sich selbst zu erschaffen. Das sind aber ganz schön viele Besserwisser. Die Klone sind gerade dabei, den Salon wegzutragen und Kathi und Katzi sind noch drin. Oh nein! Super, Chase. Du holst die Besserwisser-Bande mit deiner Supergeschwindigkeit ein und hältst sie auf. Und Super Rubble, du bringst Katis Salon mit deiner Superstärke wieder zurück. Die Superhunde legen los! Diese Spur führt uns bestimmt zu Katis Salon. Chase, du holst sie ein. Folge der Spur. Sieh mir hinterher, wenn ich nicht zu schnell bin. Sofort anhalten, Bürgermeister Besserwissers, und Katis Salon abstellen. Hoppla, ist das steil. Hoppla, nichts wie weg. Kathi, geht es euch gut? Wir brauchen Superhundekraftverstärkung. Marshall, komm bitte sofort zur Schlucht. Ich bin ein Super-Rettungshund. Da bin ich, Ryder. Sehr gut. Superhunde, Zeit für vereinte Pfotenkräfte. Alles klar. Oh, ja. Volle Pfotenkraft. Marshall, wir brauchen deine Pfotenkraft mit Supersprung, um Kathi und Katzi zu befreien. Wird gemacht. Marshall, ich hole euch hier raus. Haltet euch fest. Danke. Oh, oh. Chase, bring mit deinem Ultrabellen den Salon zum Schweben. Fang ihn auf, Rubble. Danke, Ryder, dass ihr uns geholfen habt. Gern geschehen. Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Probehund, folge dem Signal zur große Felsenschlucht. Dort hat Herr Segelohr sein Handy verloren und außerdem sind Wölfe bei ihm. Über der großen Felsenschlucht zieht doch das Gewitter auf. In der Schlucht liegen Felsbrocken herum und dafür brauchen wir Rubble. Rubble ist der Retter! Und Marshall, da du gut mit Tieren sprechen kannst, musst du den Wölfen sagen, dass sie sich von Herrn Segelohr fernhalten sollen. Ich bin der Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall, fahrt in Richtung Südosten in die Schlucht rein. Dort befinden sich Herr Segelohr und die Wölfe.
Und so sag ich den Wölfen, dass sie verschwinden sollen. Oh nein, kommt etwa noch ein Wolf? Gut gemacht, Marshall. Dann rette ich mal Herrn Segelohr. Ryder, wir haben ein Problem. Und wir haben noch ein Problem, Ryder. Das Gewitter, das wir vermeiden wollten, es ist schon fast da. Wir müssen Herrn Segelohr schnell da rausholen, bevor die Schlucht vollläuft. Marshall, führ deine neuen Freunde in den Paw Patroller los. Rubble, versuch den Felsbrocken aus dem Weg zu räumen. Bobo-Hund, raus aus der Schlucht. Warum sind die Wölfe denn hier? Keine Angst, wir sind Freunde. Die Rettungsritter auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Schnuffinchen retten. Sparks hat sie entführt. Hilfe! Und den Turnierplatz in Ordnung bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Ritterflughund. Und Rocky? Rocky Rock. Alles klar, die Rettungsritter legen los. Wie gut, dass ihr so schnell zurückgekommen seid, Rettungsritter. Sky, hast du den Drachen schon gefunden? Nein, keine Spur von Sparks und Schnuffinchen. Dann such einfach weiter und wenn du sie findest, sag uns sofort Bescheid. Der Pfosten ist zerbrochen. Ich weiß auch schon genau, womit ich ihn repariere. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Das habt ihr gut gemacht, Ritter Rocky und Ritter Rubble. Sky, hast du den entflogenen Drachen schon gesichtet? Ich hab Sparks gefunden, aber er fliegt so wild, ich komme nicht nah genug ran, um Schnuffinchen zu retten. Vielleicht kannst du ihn ja irgendwie ablenken. Kann ich die Dinger bitte haben? Danke. Sparks, sehen die nicht aus wie riesengroße Marshmallows? Komm und hol sie dir. Ich hab dich! Oh ja! Ich danke dir, Ryder, und auch euch Rettungsrittern, dass ihr das Turnier gerettet habt. Es war uns ein Vergnügen. Und wenn sich wieder mal ein böser Ritter an euren Tag schleicht, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwisser ist irgendwie in das Innere eines riesigen Schokoladenhasen gekommen. Wer hätte geglaubt, dass der Bürgermeister so süß wie Schokolade ist? Er wird von einem schrecklichen Ungeheuer in den Wald verschleppt und wir müssen ihn retten. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Und Sky. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hilfe! Sky, wir brauchen deinen Rettungsgurt. Wird gemacht, Ryder. Oh, oh. Sky, die Schokolade fängt an zu schmelzen. Beeil dich. Chase, fahr los. Du musst in der Schlucht dein Netz aufspannen. Bin schon unterwegs. Was passiert mit mir? Oh nein, ich hab ihn fast gehabt. Ruff, Netz. Der Schokohase ist abgeprallt. Und jetzt treibt er auf den Fluss von uns weg. Hilfe. Zuma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot sofort. Ab ins Wasser. Wir müssen es schaffen, den Hasen ans Ufer zu ziehen. Ryder, wir haben ein Problem. Oh ja, die Delfine sind viel zu nah dran. Zuma, zieh den Hasen irgendwie ans Ufer. Und zwar schnell. Was passiert mit mir? Greifen Sie nach dem Rettungsring, ich helfe Ihnen. Hat ja
sogar ganz schön lange gedauert, aber danke für eure Rettung. War uns ein Vergnügen, Herr Bürgermeister. Und wenn Ihre Schokolade wieder mal aufweicht, ein Anruf reicht. Wally, was in aller wirren, weiten, winterlichen Welt? Cousin, warum hast du nicht gesagt, dass wir einen Stillstehwettbewerb veranstalten, hm? Ich kann länger stillstehen als du. Keine Zeit für Frotzeleien, François. Ich wurde völlig eingefroren. Völlig eingefroren? Da rufe ich doch mal die Paw Patrol. Marshall, wir müssen zum Hafen, um Captain Tollpatsch und Wally aufzutauen. Was jeder hier weiß, wenn ich komme, wird heiß. Sky, du fliegst zu Berthold und seinem Froststrahl. Wird gemacht. Wie schön, dass endlich die Superhunde kommen. Und gleich wird es warm. Oh, danke vielmals, Superhund Marshall. Gern geschehen. Ryder, pass auf Bertholds Froststrahl auf. Everest, Zeit, Eis gegen Eis zu spielen. Na, dann wollen wir mal. Hey, Leute, einfrieren ist gemein. Oh, ich muss mein Eisbürgermeistermobil verlassen. Oh, mein Meteoritensplitter, meine Superkräfte. Nein! Vielen Dank, Superhunde, dass ihr die Stadt und unsere Herzen erwärmt habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Dabei mag ich Kälte überhaupt nicht. Es ist jetzt echt schon dunkel. Dann schalte ich mal den Leuchtturm ein. Mal sehen, was er noch alles kann. Das ist ja voll der Hammer. Ich muss den Lichtstrahl auf sie lenken wie ein Scheinwerfer. Ja, jetzt drehe ich das Licht sogar noch etwas heller. Und dann scheint es doll genug für den wahnsinnigsten live übertragenen Sprung aller Zeiten. Oh, oh. Das große Schiff wird die Insel nicht sehen können. Oh nein, die Tür ist verschlossen und ich habe den Schlüssel drin gelassen. Ich muss die Paw Patrol anrufen. Diese Tür ist verschlossen. Chase, du musst mit deinen Saugnapfpfoten darauf klettern und durch das offene Fenster steigen. Saugnapfpfoten! Die Schuhe wären echt cool für ein paar Megatricks. Zuma, wie sieht's aus? Es ist total dunkel hier draußen. Ich glaube, der Kapitän kann mich weder hören noch sehen, Ryder. Halte Abstand, Zuma. Ich pass auf und ich versuche weiter, den Kapitän zu warnen. Ich bin drin, Ryder. Ich komm gleich runter. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Neue Glühbirne kommt sofort. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter kracht sonst ans Ufer. Ryder, das Schiff ist außer Gefahr. Ja! Vorsicht, François. Diese Linse ist klar und kratzerlos. Und so soll es auch bleiben. Aber natürlich, diese neue Glaslinse wird deine Leuchtturmlampe noch viel heller machen. Und außerdem macht sie lustige Fratzen, wenn man hindurchschaut. Sieh dir das an, Cousin. Dann laden wir die Linse mal hier auf. Und jetzt bringen wir sie auf die Insel. Wit, wit, schnell. Nein, lieber nicht. Ich muss schön leicht und langsam fahren, damit meine Linse auch heil bleibt. Herrje, die Baumstämme haben Feuer gefangen. Ich muss sofort anhalten. Ah, der Bremshebel klemmt. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich brauche Hilfe. Löschen wir mal diese qualmenden Baumstämme. Aber zuerst müssen wir den Zug.
Zug anhalten. Guter Plan, Marshall. Rubble, schnapp dir den Zug mit dem Seitengreifer. Dann stoppen wir ihn, indem wir abbremsen. Ich hab noch niemals einen Zug gefangen. Cool. Okay, bremsen. Und jetzt Wassermarsch. Wasserdüsenauto. Das war klasse, Paw Patrol. Kein Problem. Gern geschehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Polizeieinsatz. Erstens, Oscar von der Segelohr-Ranch ist verschwunden. Der arme Oscar. Außerdem müssen wir ein Fahrzeug finden, das Sperrmüll geladen hat. Es ist an Bäuerin Yumi vorbeigerast. Deshalb ist dies ein ultimativer Polizeieinsatz. Das ist ein Fall für Polizeihund Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, ist das das Schrottmobil? Kabine hoch. Das ist das Fahrzeug, das Bäuerin Yumi gesehen hat. Sky, versuch mal, ob du erkennen kannst, wer das Ding fährt. Alles klar, nähere mich jetzt. Sieht so aus, als würde ein Strauß den Sperrmüllwagen fahren. Das muss Oscar sein. Die Segelohr freut sich bestimmt, dass wir Oscar gefunden haben. Aber wir müssen das Fahrzeug anhalten und Oscar herausholen, bevor es irgendwo gegenfährt. Das stimmt, Ryder. Sky, wohin fährt Oscar jetzt? Er fährt Richtung Stadt. Wenn das Sperrmüllmonster nicht anhält, fährt es mit Oscar direkt in die Bucht. Das müssen wir verhindern. Zuma, du musst mit deinem Straßensurfer Oscar stoppen. Straßensurfer! Nagelwand! Gut gemacht, Zuma. Er ist in Sicherheit. Danke, dass ihr unseren Schlingel gerettet habt. Wenn ihr Strauß wieder mal ausreißt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging aber wirklich schnell. Die Bürgermeisterin. Nein! Henrietta. Die Tollpatsch. Und Danny. Ich heiße Draufgänger Danny X. Sind oben in den Bergen in eine tiefe Schlucht gefallen. Sky? Mit deinem supergroßen Rettungshubschrauber leitest du heute den Einsatz. Ja, ich bin der ultimative Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, befrei Danny mit deinem Greifer von seinem Gleitschirm. Rubble, spring du rüber zu den Tollpatschs und ich lass das Seil runter. Cooler Fallschirm. Greifer! Ja! Hallo, Freunde! Nächster Halt, Skys großer Hubschrauber! Wow! Das ist echt so krass! Oh, Mama, mein Schlauchboot bewegt sich! Sky, das Schlauchboot der Bürgermeisterin rutscht ab! Marshall, Zuma, ihr müsst jetzt die Bürgermeisterin auf die Plattform ziehen. Ich rutsche ab. Rettungsring. Ich hab ihn. Sehr gut, Feldfreunde. Oh, was für ein schönes Lächeln. Und was für eine spektakuläre Aussicht. Danke an Sky und die Fellfreunde. Wenn Ihre Bergtour mal zur Schlitterpartie wird, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Ballon vom reisenden Reinhard hat sich in der Flunder verfangen und ein heftiger Wind hat sie bis in die Wüste getragen. Dann müssen wir die Flunder von Captain Tollpatsch zurück aufs Wasser bringen. Und den Heißluftballon vom reisenden Reinhard wieder hoch in die Luft. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst mit deinem Werkzeug einen Anhänger bauen, der groß genug ist, um die Flunder zu transportieren. Rocky rockt! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Rocky, fang an, den Bootsanhänger zu bauen. Alles klar!
Und wir verwandeln inzwischen Reinhards luftleeren Ballon in ein Segel. Rubble, Zuma, lasst uns loslegen. Fertig, der Bootsanhänger ist startklar. Ich würde sagen, die Flunder hat ein ziemlich schickes Segel. Gut gemacht, alle zusammen. Aber wie kommt mein schweres Schiff auf das winzige Gefährt? Rubble, wirf den Motor an und fang an zu ziehen. Wie es aussieht, ist unsere Wüstenflunder bereit für ihre erste Fahrt. Reinhard, Captain Tollpatsch. Festhalten, wir haben das Segel gesetzt. Jetzt auf in die Abenteuerbucht. Wie es aussieht, ist alles beim Alten, Captain Tollpatsch. Danke. Oh, von dieser holprigen Fahrt über Land scheint der Seemann sowas wie sandkrank zu sein. Tja, und wie bekomme ich jetzt meinen Heißluftballon wieder hoch in die Luft? Das ist kein Problem für Zumas Superpropeller. Ich glaube, dass wir jede Sekunde abheben werden. Und los geht's! Vielen Dank nochmal für die Wüstenrettung, Paw Patrol! Gern geschehen. Wenn Sie wieder mal in der Wüste landen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder! In der ganzen Stadt ist der Strom ausgefallen. Gut, dass die Zentrale einen eigenen Notstromgenerator hat. Wir müssen das Chaos beseitigen und den Strom wieder anschalten. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ist aber ein langes Kabel. Und was leuchtet da vorn? Herr Bürgermeister, schalten Sie das Leuchtschild aus. Der ganze Strom ist hier ausgefallen. Oh nein, es ist ein Kunstwerk. Außerdem, wer möchte diesen Prachtkerl schon ausschalten? Tut mir leid, Bürgermeister Besserwisser, aber die Abenteuerbucht braucht ihren Strom zurück. Und wir haben immer noch jede Menge aufzuräumen. Komm mit, Chase. Nun ja, mit einer Sache hat die Paw Patrol ganz sicher nicht gerechnet. Mit wieder aufladbaren Batterien. Komm schon, Jumbo. Bei all dem grellen Licht kann ich keine Sterne sehen. Woher kommt dieses starke, schimmernde Sonnenlicht? Oh, oh. Wenn das grelle Licht anbleibt, verpassen wir heute Nacht die Planetenaufstellung. Ich rufe besser die Paw Patrol. Okay, Sky, du musst mit deinem Haken das Leuchtschild vom Leuchtturm wegziehen. Geht klar, Ryder. Du kommst jetzt schön mit mir, Jumbo. Sehen Sie nur, die Planeten schieben sich übereinander. Genau wie geplant. Wow, das sieht echt besonders toll aus. Paw Patrol, danke schön. Ihr habt den Tag gerettet. Die Nacht. Gern geschehen, Alex. Wenn die Lichter wieder mal zu hell werden, ein Anruf reicht. Der Wind pfeift aber ganz schön. Ein Glück, dass wir heute Nacht drinnen bleiben können. Hallo, Bauer Alfred. Ryder, Rüsselchen ist in Panik geraten. Er hat sich vor dem Donner erschreckt und ist weggelaufen. Wir helfen Ihnen beim Suchen. Rüsselchen! 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 Da ist er ja! Ryder? Ich sehe Rüsselchen in der Schlucht. Und los! Da ist er! Ich bleibe in der Nähe, falls ihr noch Hilfe braucht. Chase, wir klettern jetzt runter. So knapp, Pfoten! Schon gut, Rüsselchen. Wir holen dich in 0, nichts hier raus. Okay, na komm her. Er ist zu unruhig, wir können ihn nicht tragen. Sky, lass den Rettungsgurt runter. Hab ihn. Ganz ruhig, Rüsselchen. Bald bist du wieder bei Bauer Alfred. Sky, es kann losgehen. Na dann wollen wir mal. Das Gewitter ist direkt über der Abenteuerbucht. Flieg nicht zu nah an das Gewitter, Sky. Nimm den Umweg über die Berge und über die Bucht. Okay, Rüsselchen. Es wird zwar etwas länger dauern, aber wir bringen dich sicher nach Hause. Wir sind gleich zu Hause, Rüsselchen. Wenn ich den Bauernhof finde. Fantastisch! Köpfe hoch! Das Kühe? Sie leuchten euch den Weg nach Hause. Ah, da ist ja mein kleines Rüsselchen.
Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ihr habt Rüsselchen zurückgebracht. Ich danke euch allen. Kein Problem, Bauer Alfred. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Die Superhunde sind bereit für den Einsatz, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. In der Stadt gibt es einen neuen Bösewicht. Wir wissen nicht, wer es ist, aber wir wissen, dass er über Superkräfte verfügt. Wahnsinn, wer auch immer es ist, er ist super schnell und super stark. Darum brauchen wir für diesen Einsatz Super Rubble. Du musst mit deiner Superkraft die Schienen wieder gerade biegen. Und Super Rocky, du musst mit deinen Energiewerkzeugen die Schienen ganz schnell wieder zusammenbauen. Alles klar, die Superhunde legen los. Was hat der Superbösewicht mit den Schienen gemacht? Nichts, was ich nicht wieder hinbiegen kann. Hallo, hier ist wieder eure Tilly täglich. Heute berichte ich von der Bahnstrecke, die in die Abenteuerbucht führt. Oh, oh, da kommt der Zug ja schon. Rocky, bau die Schienen so schnell du kannst wieder zusammen. Rubble, wir müssen den Lokführer warnen. Alles klar. Sie müssen anhalten. Die Schienen sind kaputt. Oh nein, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Ich krieg das hin! Das Gleis ist repariert. Alles okay, Rubble. Danke, Superhunde. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Die Superhunde haben den Zug gerettet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Es gibt ein Problem bei den Abenteuerbuchtwettspielen. Alle Medaillen sind verschwunden. Das ist aber wirklich merkwürdig. Dieser Einsatz erfordert richtige Detektivarbeit. Also brauchen wir ein Team aus erstklassigen Polizeihunden, angeführt von Polizeihund Chase. Ja, verstanden. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, Ryder, ihr müsst diese Medaillen finden. Rocky, scanne den Boden hier und such nach Spuren. Geht klar. Hier sind keine Spuren zu erkennen. Hast du eine Spur, Marshall? Nur ein paar Blütenblätter rund um die Medaillenpodeste. Ich habe gerade etwas entdeckt. Ich glaube, ihr müsst herkommen. Sieh mal da, wo die Goldmedaille hing. Katzenhaare. Aber es gibt keine Pfötchenspuren im Sand. Weil sie irgendetwas benutzt haben, um durch die Luft zu rauschen und die Blütenblätter von den Blumen zu fegen. Wie sollen wir denn nur diese fliegenden Katzenbanditen fangen? Ich habe einen Plan. Holt mir diese Medaillen! Halt, im Namen der Pfote! Geben Sie diese Medaillen zurück. Nein, die gehören alle mir. Mir. Hilfe! Wir müssen den Bürgermeister retten. Sky fliegt dem Bürgermeister hinterher. Verstanden. Er fliegt auf das Ende der Schlucht zu. Netz! Perfekt. Gib mir meine Medaillen zurück. Ich bedauere, die kommen wieder dahin, wo sie hingehören. Oh, ich danke dir, Chase und der Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Wenn wieder mal Medaillen verloren gehen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Etwas ist schiefgelaufen bei Captain Tollpatschs Sumpftour. Ein Sumpfmonster hat Familie Gutherz erschreckt. Sumpfmonster? Aber das Schlimmste... Oh nein! Jetzt steckt die Bürgermeisterin im Treibsand und Captain Tollpatsch geht nicht an sein Handy. Aber Ryder, wir haben Ebbe zu dieser Tageszeit. Und das Wasser ist zu niedrig für den Sea Patroller. Das stimmt, Zuma. Deshalb ist dies ein... ultimativer Sumpfwassereinsatz. Ein ultimatives Ab ins Wasser. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mein Pawpet hat hier einen ganz schlechten Empfang. Es zeigt mir nicht an, wo unsere Freunde sind. Chase, such mit deiner Flugkamera nach Hinweisen. Flugkamera!
Fußabdrücke! Ich wette, die Kleinen stammen von Julia und Julius. Und die Größeren müssen der Bürgermeisterin gehören. Sehen wir uns das an. Folgen wir der Kamera! Ja! Da sind sie! Frau Bürgermeisterin! Julia! Julius! Ja! Da ist die Paw Patrol! Ich wusste, sie würden kommen! Rubble, zieh die Bürgermeisterin mit einem Wassergleitboot raus. Rubble ist der ultimative Retter. Puff, puff, Wassergleitboot. Okay, Frau Bürgermeisterin, krabbeln Sie jetzt vorsichtig auf das Brett. Puff, Wassergleitboot, komm zurück. Oh, danke, Rubble. Meine Nichte und mein Neffe würden sagen, voll super cool. Die Rettungsritter auf vier Pfoten sind bereit, Ritter Ryder. Clamour und Sparks haben die Brücke beschädigt und nun kann die königliche Kutsche nicht zum Schloss zurück. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Rocky rockt. Und Rubble. Ritter Rubble ist der Retter. Und die anderen Fellfreunde brauche ich auch. Na dann, auf geht's. Legen wir los. Alles klar, die Rettungsritter legen los. Okay, zuerst reparieren wir die Brücke. Rubble ist der Retter! So, Rocky, jetzt holen wir die abgebrochenen Brückenteile aus dem Wasser. Wird gemacht! Der lästige Flughund ist zum Glück beschäftigt, die Gelegenheit, uns den Knochen zurückzuholen. Ruff, Greifzange! Wir haben ihn. Es hat geklappt. Chase, alles in Ordnung bei euch? Uns geht es gut. Prinzessin, jetzt wo Klaue Excalibels Knochen besitzt, ist er der königliche Ritter. Ich muss den Knochen zurückbekommen. Also gut, Ritter Chase. Dann wollen wir mal. Legen wir den Knochen vorsichtig in den Korb. Nein! Ryder, der Knochen war eine Fälschung. Hey, Sparks, willst du fangen spielen? Ruff, Tennisballkanone! Ah! Ruff, Drachennetz! Ich hab dich! Rettungsritter, wir danken euch! Ihr wart unsere Rettung! Wenn wieder mal eine Brücke kaputt ist, ein Anruf reicht! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Alex und sein Opa haben sich tief im Dschungel in einem Labyrinth verlaufen. Hilfe! Zum Glück hat Alex eine Karte gemalt und Mara hat sie uns gebracht. Tracker, mit deinem Geländewagen und deinem scharfen Gehör kannst du sie finden. Und Chase, du suchst den dichten Dschungel mit deiner Flugkamera ab. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ich glaube, der Elefant hört etwas. Sirene, das ist die Paw Patrol. Hilfe! Wir müssen lauter rufen. Vielleicht kann uns der Elefant helfen. Hey, hört ihr das auch? Das ist komisch. Ich höre ein Elefantenbaby und dann höre ich noch zwei Stimmen, die so tröten wie Elefantenbabys. Das sehen wir uns näher an. Ja, wir haben das Labyrinth gefunden. Glaubst du, die Paw Patrol hat unser Tröten gehört? Ich höre Alex. Na dann los, finden wir sie. Opa, die Flugkamera von Chase. Gerettet, wir sind gerettet. Ich sehe sie. Paw Patrol, wir sind hier. Tracker, kannst du Alex da raushelfen? Kabel. Freunde, das Elefantenbaby ist doch da drin. Rubble, komm mit deinem Bagger zum Labyrinth. Rubble ist der Retter. Ich soll hier irgendwas hochheben?
Wir freuen uns, dich auf Schloss Bellenburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ach, ich würde mich freuen, wenn du heute vor dem Konzert eine Tasse Tee mit mir trinken würdest. Sehr gern. Ich frage mich, wo Lukas nur so lange bleibt. Prinzessin, ich habe seine Garderobe und das ganze Schloss durchsucht, aber er ist spurlos verschwunden. Lukas Stern ist verschwunden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Paw Patrol, ich bin so froh, euch zu sehen. Hallo Prinzessin, wir haben uns sehr beeilt. Rocky, wir beide suchen das Schloss von innen nach Lukas ab. Sky, du siehst dich draußen um. Und los! Ja, alles klar! Auf geht's! Ich fürchte, sie werden ihn niemals finden. Und dass ich ganz alleine auftreten muss. Hinter diesen Wänden ist er nicht. Mach trotzdem weiter. Sky, schon irgendeine Spur? Warte mal, ich sehe etwas! Sieht aus wie ein Hut. Er klemmt in einem Fenster im Ostturm. Gut gemacht, Sky. Die Innenwand des Ostturms befindet sich ungefähr hier. Rocky, schnell, sieh mal nach. Wahnsinn, ein geheimer Fahrstuhl. Das ist Lukas. Er ist da oben eingesperrt. Gut gemacht, Rocky. Rubble, Sky, wir treffen uns vor dem Schloss. Schon unterwegs, Ryder. Großer Greifer. Mein Glückshut! Danke, Paw Patrol. Ihr habt mich gerettet. Ich wollte anrufen, aber Schnuffinchen hat mein Handy gestohlen und mich eingesperrt. Hauptsache, es geht dir gut. Und jetzt schnell zum Konzert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Stern! Guten Abend, Bellenburg! Entschuldigt bitte die Verspätung. Lukas! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Familie Gutherz ist nicht vom Schneeschuhwandern zurückgekommen. Sky, du fliegst mit deinem Hubschrauber zur Bergspitze und suchst die Familie. Everest, du suchst bitte den Berg mit deinem Schneemobil ab. Du kennst dich dort am besten aus. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Gut, dass du mich daran erinnerst, Henrietta. Wir sollten uns bemerkbar machen. Drei Pfiffe heißen so viel wie Hilfe. Hört ihr das? Da pfeift jemand um Hilfe. Vielleicht die Bürgermeisterin. Sky, flieg bitte mal das Gebiet ab. Ich sehe sie. Ryder, sie sind direkt unter mir. Seht ihr, Kinder, da ist die Paw Patrol. Wir sind gerettet. Sie werden uns alle sicher und heil nach Hause bringen. Willkommen, Tante Bürgermeisterin. Rutschen einen gefrorenen Fluss hinunter. Auf einen Wasserfall zu. Wir kommen sofort. Sie dürfen nicht über den Rand in die Tiefe stürzen. Everest, mach deinen Wurfhaken an dem Baum fest. Und dann saust du auf dem Snowboard zu dem anderen. Ja, alles klar. Wow. Snowboard. Okay, nehmt euch alle an den Händen. Also, Ryder, das war... genial! Immerhin hattet ihr einen Riesenspaß. Und wie komme ich jetzt wieder hoch? Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Die Tollpatsch schweben in Dino-Gefahr. Sie sitzen auf einem wild gewordenen Triceratops. Und das muss sehr holprig sein. Für diesen Einsatz brauchen wir... Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rex? Auf ins Dino-Abenteuer. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, flieg weg, fürchterliches Flatterwesen. Chase, wir müssen ihn unbedingt ablenken. Ruff, Tennisballkanone. Sky, das ist deine Chance. Halten Sie sich am Gurt fest. Los, du gehst zuerst. Danke. Einen haben wir, einen muss ich noch holen. Nach links und zugenäht. Oh, Dino. Beeilt euch, ich stecke schon bis zur Brust im Teer. Probehund, senke den Greifer vom Dino-Patroller in die Grube. Rex, versuch den Dino zu beruhigen.
Ja, mach ich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir holen dich hier raus. Nur noch anschnallen. Rauf mit ihm. Gut gemacht. Und jetzt holen wir François. Dino-Kralle! Merci, Rex. Robohund, du kannst sie rausheben. Danke für die Rettung aus dem prähistorischen Pulverfass, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Toll macht ihr das Fell, Freunde. Diese Fläche sieht jetzt wirklich wunderschön aus. Das könnte ein Park werden. Toll, dieser Vogel hat hier schon ein Zuhause gefunden. Hallo, Frau Fröhlich, was gibt's? Es sind überall Löcher in meinem Garten aufgetaucht, Ryder. Man kann nirgendwo hintreten, ohne in eins reinzufallen. Und das ist Walter und mir gerade passiert. Wir machen uns auf den Weg, Frau Fröhlich. Bin ich froh, euch zu sehen, Ryder. Wo ist Walter? Bei dem Baum davon. Oh, der Baum kippt um und dann ist Walter gefangen. Rocky, hol ihn da raus, schnell. Hallo, Walter. Brauchst du Hilfe? Halten Sie sich vorne an meinem Board fest. Ich kann das. Ja. Sky, lass den Gurt runter für Rubble. Geht klar, Ryder. Ist alles gut bei dir, Rubble? Ja, mir geht es gut. Aber bei Frau Fröhlichs Haus bin ich mir nicht sicher. Es wird nur noch von einer dicken Säule aus Lehm gehalten. Aber Ryder, wie soll ich denn in einem kippeligen, schiefen Haus wohnen? Wir werden es versetzen. Wohin? Ich weiß einen Ort. Das Grundstück, das wir verschönert haben. Oh, das klingt nett. Zieh es hoch, Oberhund. Oberhund, du kannst losfliegen. Vorsicht, Vorsicht, langsam. Und jetzt absetzen, Robohund. Ihr habt es geschafft. Sehr gut. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.